Guten Abend, Shalom Aleichem allerseits. Wir gehen heute lernen. Und die, die haben Geduld zu lernen, sie werden was gewinnen. Und die, die haben kein Geduld zu lernen, sie werden auch gewinnen. Gut. Auf drei Teile steht die Welt. Auf drei Teile. Torah, Gebete und Wohltätigkeit. Drei Teile steht die Welt. Torah, Wohltätigkeit und Gebete. Es gibt auch hier Platz, hier links, wenn Sie möchten. Auf drei Teile steht die Welt. Torah, Avodah, Gmilut Chassadim. Torah, also Lernen, Wohltätigkeit und Arbeiten. Gib doch zu, dass wenn ein Mensch hat sich begonnen zu steigen spirituell, irgendwann hat er keine Lust, weltliche Sachen zu tun. Er denkt, ich hätte am liebsten 40 Jahre im Paradies, Mana essen, Tora lernen. Wer braucht den ganzen tagtäglichen Bürokratie und ja. Aber es ist drei Teile, wo die Welt steht. Tora, Avodah und Gmilut Chassadim. Beten, lernen und Wohltätigkeit machen. Gut, wir beginnen mit Beten. Es gibt drei Gründe, wieso Leute beten. Der erste Grund, warum Leute beten, ist, weil sie müssen. Sie müssen, die sind religiös, die haben geübt zu beten, die gehören zu einer Gruppe, die betet verschiedene Gebete und die müssen beten. Manche beten jeden Tag ein paar Mal, manche beten einmal die Woche, manche beten einmal im Jahr, aber die gehören zu einer Gesellschaft, zu einem Rahmen und die Rahmen zwingt sie sozusagen zu beten. Es gibt die zweite Gruppe, die sind nicht verpflichtet zu beten. Sie beten, weil sie was brauchen. Entweder brauchen sie was Irdisches oder sie brauchen was Himmlisches. Gesund, Parnasse, Naches, Hilfe, Masel, Glück, offene Kopf zum Lernen. Eine betet, Gott soll alles behalten, was er lernt. Also gibt es Gebete, wenn ein Mensch betet, wenn er was braucht. Braucht, gib. Er betet Gott, jeder will von Gott was. Alle beten, gesund, Parnasse, Naches, alle Sachen, was man braucht, gute Sachen. Fröhlich sein, glücklich sein, zufrieden sein, gelassen sein. Alle gute Sachen. Und die dritte Kategorie vom Beten ist nicht, weil es ist Pflicht und nicht, weil ich was brauche, sondern weil ich will gebunden sein mit Gott durch meine Seele. Weil der einzige Weg, wo ich kann mit Gott kontaktieren, ist durch Gebete. Und das ist mein einziger Weg, mit meinem Vater, mit meinem König zu kontaktieren. Und darum und deshalb will ich beten. Nicht, weil ich bin verpflichtet und nicht, weil ich bin was brauche, sondern ich will beim Papa zurück im König im Palast sein. So wie dieser Junge vom König, es war ihm einmal kalt und der König hat geschickt, einer soll ihm helfen, fragt er, was brauchst du, sagt er, einen Mantel. So, wir sind auch, Papa will uns zurück in den Palast und was wollen wir? Ein Mantel. Wir brauchen etwas für den kurzfristigen Lösen, anstatt ihn zu bitten, bei ihm zu sein, permanent. Genauso beim Lernen. Es gibt Leute, sie lernen, weil sie müssen. Warum müssen sie lernen? Schule muss man lernen. Später zwingen die Eltern und später zwingt den Beruf. Und sogar im Beruf sagt man ihm, du musst machen Fortbildung. Zwang. Und man macht das in verschiedene Wege, oder mit kleinen Bonbons Motivation, oder mit einer Pflicht, ohne dem bist du nicht anerkannt mehr, wenn du nicht diesen Pflicht machst vom Lernen. Es gibt eine aber, der lernt nicht, weil er ist verpflichtet. Er lernt, weil er wird davon was gewinnen. Oh, er wird lernen Medizin, nicht weil er muss. Weil zum Schluss wird er oben mal guten Parnasse und wird er seine Familie ernähren. Er wird lernen sogar Torah, vielleicht um Rabbiner zu sein. Und damit soll er glücklich sein. Aber er macht das nicht, weil er ist verpflichtet. Er macht das, weil er was braucht. Er lernt, weil er was braucht. Er will Pilot sein. Er braucht Parnasse. Er muss lernen Pilot. Und so wird er gewinnen.
Jetzt gibt es aber der Dritte, der nicht verpflichtet zu lernen und nicht, weil er etwas braucht zu lernen, er liebt zu lernen. Er lernt, weil er lernen will, weil er will mit seinem Verstand verbunden sein, mit dem göttlichen Teil. Er will lernen Torah, weil er will verbunden sein mit Gott. Er will seine Seele immer kontaktieren mit Lernen, weil er das will. Es gibt sehr oft Leute, Fragen über die Jungs in die Yeshiva. Sag mal, ihr lernt so viele Jahre, zum Schluss seid ihr Rabbiner, ja? Oder was habt ihr davon? Welche Diploma lernt ihr? Die Welt ist gewohnt, genau, dass immer, wenn man macht etwas, wo ist die Tachlis? Umsonst machst du doch nicht. Also gibt es irgendeinen versteckten Grund, dass du das tust. Erzähl mir bitte, was bringt dir das zu lernen? Geh erklären, dass er ist beim dritten Punkt. Er will lernen, weil er lernen will. Versteht mir nicht. Warum? Weil wir leben in einer Welt, wo es unwichtig ist. Was willst du? Es ist wichtig, welche Leistung bringst du. Es ist unwichtig, dass du liebst, den Mantel zu nähen. Es ist wichtig, dass die Mantel genäht werden. Wenn jemand ist ein Schneider, er arbeitet bei einer Schneiderei. Wenn er kann jemand anders zu geben, zu machen, dem Schneider, ist er glücklich. Darum sieht er sehr oft im Arbeit, dass jeder lässt dem anderen den Job zu machen. Weil die Arbeit muss gemacht werden. Der Mensch, man motiviert nicht, der Mensch soll er dem Arbeit machen. Es muss gemacht werden. Was passiert, wenn ein Schreiner kommt und er sagt dem Besteller, hör mal zu, in den letzten 3 Monaten war so viel zu tun. Ich habe nicht geschafft, das zu bauen. Aber ich habe nicht gearbeitet. Und deshalb bezahlen wir bitte für den Schrank. Ich sage ihm, sehr schön, dass Sie haben. Aber ich will Tachlis, ich will Schrank. Ich habe Schrank, bezahle ich dir. Bei Hashem erwartet nicht auf Tachlis von Ergebnis. Er sieht deine Mühe. Er sieht, dass du betest, weil du beten willst. Er sieht, weil du lernen willst, bist du schon mit ihm gebunden. Jetzt kommt der dritte Gedanke. Wohltätigkeit. Es gibt einen, der macht Wohltätigkeit, weil er muss. Die Gemeinde zwingt ihn, Steuer zu bezahlen, irgendeine gesellschaftliche Spende, und er muss das machen. Er kann nicht davon, er will auch eine Spendequittung. Also er ist verpflichtet, das zu tun. Es gibt die zweite Kategorie, er ist nicht verpflichtet, er will. Er will, aber er weiß, er wird davon was bekommen. Entweder himmlisches oder irdisches. Ehrlich zu sagen, wenn ein Mensch gibt eine Spende, hat er ein Gefühl, einen Bedarf, es wird davon was Gutes sein. Weil es steht geschrieben, Spende ist wie Sehen. Du siehst in die Erde, kommt was. Der Mensch hat gesehen, er will was haben. Also seine Idee, wenn er macht was Gutes, er erwartet, soll was passieren, oder in dieser Welt oder in der kommenden Welt. Aber es gibt die dritte Stufe vom Spende, vom Wohltätigkeit, dass der Mensch tut, weil er tun will. Er will, dass es dem anderen gut geht. Er ist ein Gönner, er ist ein Feiner, es freut ihm zu sehen, dass Menschen sind freilich, es macht ihm gut, es tut ihm gut. Das sind die 3 Gedanken zum Einführen. Wenn die Gedanken sind klar, gehen wir weiter. Die Gedanken sind klar. Ja, Schlomo, noch ja. Eine kleine Frage. Du sagst, Menschen müssen, also haben das Gefühl, sie müssen spenden oder sie wollen spenden. Geht das nicht manchmal auch sehr ineinander über? Der erste ist, muss verpflichtet. Will ist nicht verpflichtet, aber er will was davon. Er will irgendein Ergebnis. Das ist die zweite Kategorie. Er macht das nicht, weil er ist verpflichtet. Es gibt Gesellschaften, du bist verpflichtet, einen Beitrag zu spenden, einmal im Jahr. Sonst bist du nicht ein Member of the Great Synagogue of Sydney. Also du musst ein Teil davon sein. Das ist die Rahmen, das sind die Erwartungen. Er ist gezwungen, er konnte verzichten, aber er muss. Es gibt der zweite, er muss nicht. Aber er will in die Synagoge kaufen, Aliyah, weil er will Anerkennung, soll man sagen, er ist ein Großzügiger, er hat Bedarf zu zeigen, seine Menschlichkeit. Und es gibt den dritten, er ist nicht verpflichtet, er will nichts haben, er tut, weil er tun will, es ist ihm wichtig, die Sache. Gut. Nach diesen 3 Stufen sagen wir eine kurze Gedanke und dann beginnen wir zu fahren in unser Thema. Eine Frau braucht ein Kind. Und wenn sie braucht ein Kind, was braucht sie, um dieses Kind zu haben? Ein Mann. Und wenn ein Mann will ein Kind machen, was braucht er, um ein Kind zu machen? Eine Frau.
Das ist alles im Körper. Aber jeden Mensch in seiner Seele ist er weiblich, weil die Seele ist weiblich. Neshama. Die Neshama ist weiblich. Und die Neshama ist kinderlos. Und sie braucht jemanden, soll sie besamen, jemanden soll sie vereinigen, jemanden soll sie befruchtbar machen. Wer macht das? Das macht der Tzadik, das macht der Rebbe. Der Rebbe ist derjenige, der legt Samen, der legt Kerne in die Neshama. Und da, wenn die Kerne sind in die Neshama kommt zum Geburt in diese Welt. Manchmal ein Mensch hat körperliche Kinder, biologische Kinder, aber er ist an sich unglücklich. Warum? Weil seine Embryo ist noch im Bauch, weil seine Neshama ist noch nicht entwickelt, weil er selbst hat sich noch nicht gefunden. Gibt es oft am Leben, der Mensch hat alles. Es ist alles wunderbar am Leben. Er hat Kinder, er hat Frau, er hat Arbeit, er hat alles. Aber du siehst den Mensch, sag mal, bist du glücklich? Nein. Was fehlt dir? Weiß ich nicht. Was fehlt dem? Es fehlt dem eine, soll er machen Kinder in die Seele. Und wie macht man Kinder in die Seele? Braucht man ein Rebbe, ein Tzadik. Der Tzadik soll seine Samen, seine Kerne vereinigen mit derjenigen, der bereit das zu nehmen. Und der Mensch soll nehmen diese Kerne und davon soll er wachsen. Okay, wir haben gegeben zwei Einführungen zu unserem Thema. Zuerst das Beten, Lernen und Wohltätigkeit hat drei Stufen. Und danach haben wir gesagt, dass die Seele braucht ein Geburt. Die Seele braucht ein Ibur, ein Embryo. Sie braucht noch einmal Schwangerschaft. Und die Schmerzen von den Menschen sind, weil sie haben ein hartes Herz. Und ein hartes Herz verstoppt die Schwangerschaft. Ein hartes Herz wird nicht lassen, die Kerne reinzukommen. Sie wissen, dass manchmal, wenn Paare versuchen, Kinder zu machen, und die sind sehr bemüht, geht das nicht. Weil sie müssen sich locker sein, andere Stimmung und bereit sein und glücklich sein. Und dann, per Zufall, geht das rein. Aber sie müssen bereit sein, genauso in die Seele. Wenn ein Mensch will unbedingt kriegen, diese Inspiration, diese Eingebung, diese Prophezeiung, wird nicht funktionieren. Wenn er aber geht und geht und geht und geht, Hashem wird ihm plötzlich schicken irgendeine Schwangerschaft. Und da sagt er, ups, ich bin schwanger. Es was passiert, so wie der Prophet Shmuel. Am Anfang er hat gedacht, sein Rebbe Eli spricht zu ihm. Er ist wieder gelaufen zum Eli. Eli hat gesagt, ich habe dich nicht gerufen. Aber zum Schluss hat Shmuel verstanden, Hashem spricht mit ihm. Und Shmuel hat gesagt, Hashem, sprich, weil ich höre. Es wird kommen zu so weit, dass der Mensch wird sagen, okay, sprich, ich höre. Jetzt beginnen wir unsere Shiur. Unsere Shiur heißt Gräber von Tzadikim. Es gibt drei Kategorien von Gräber. Es gibt Gräber von fremden Menschen. Es gibt Gräber von Familie, Bekannte, Freunde. Menschen, wo nicht nur, ich kann sie nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und es gibt Gräber von Tzadikim. Tzadik ist einer, der ein besonderer Mensch, wo seine Seele war mehr dominant als seine Körper. Also drei Kategorien von Gräber. Gräber von allen Menschen. Gräber, das ist nur Körper. Es gibt Gräber von Menschen, wo nicht nur Körper drinnen ist, sondern auch ein bisschen Nefesh, ein bisschen Emotionen, ein bisschen mental. Aber es gibt Gräber von Tzadikim, dort ist die Neshama, dort ist die Seele. Okay. Und ein Beweis. Wenn ein Mensch ist gestorben, darf man in den ersten 7 Tagen nicht zu seinem Grab überhaupt gehen. Soll man ihn in Ruhe lassen. Und am liebsten auch in dem 11. Monat auch nicht besuchen. Wenn das ist Familie, kann man gehen, aber nur beten für den Verstorbenen, nicht für sich. Bis 11 Monat. Aber bei einem Tzadik kann man ab 7 Tage beten schon für sich in alle drei Stufen. Das, was ich bin verpflichtet, das, was ich brauche und auch am wichtigsten und am besten den Kontakt weiter zu pflegen. Ich wiederhole schnell. Drei Kategorien von Gräber. Fremde Menschen soll man am liebsten in Ruhe lassen. Bis ein Jahr hat man dort gar nicht zu besuchen. Familie 7 Tage nicht. 11 Monate ja. Aber nur seelisch, nicht körperlich.
nur für denen zu beten, für die Beerdigten. Null für mich. Ein Mensch soll nicht weinen jetzt bei seinen Eltern oder bei seinem Partner. Ich bin alleine, schick mir jemand. Er wird dir niemand schicken, ganz im Gegenteil, er wird dir schicken, Akadoches. Er wird dir Probleme machen, dass du ihn beunruhigt in diesen 11 Monaten. Er braucht seine Ruhe. Lass ihm in Ruhe zu gehen. Wenn du kommst und du betest für ihn, wir werden bald sehen, wie macht man das, sehr gut. Aber am 1.11. Monat, solange hat er nicht seine Din im Himmel bekommen, und jetzt sage ich, im Paradies gibt es keine Zeit. Wo gibt es Zeit? In 2 Plätzen. In dieser Welt und in der Hölle. Jeder Mensch weiß, wenn er ist in der Hölle, jede Minute ist lang. Stimmt? Und auch in dieser Welt, wenn es langweilig, jede Minute ist lang. Hat schon jemand von euch Momenten vom Paradies gehabt? Ja. Genug oder nicht genug? Ja. Nicht genug. Aber die Momenten vom Paradies, der Mensch hat keine Zeit. Der ist nicht in Zeit. Er weiß nicht, wie die Zeit ist vorbei. Sagt er, ui, schon halber Tag ist vorbei. Wo war ich? In Gan Eden habe ich überhaupt nicht gespürt. Weil in Gan Eden und auch in der nächsten Welt gibt es keine Zeit. Insbesondere, wenn der Mensch ist ein Zadik. Aber falls der Mensch ist noch in dieser Welt, weil er ist nicht total gestorben und vielleicht er ist sogar jetzt am Zweifel zwischen Hölle und Gan Eden, er ist mit Zeit verbunden und du kommst zu ihm und du beunruhigst ihn. Deshalb sehen wir die 3 Kategorien. Fremde Menschen, kein Problem, kannst du gehen. Familie, 7 Tage nicht und 11 Monate nur zu beten. Für sie zu beten. Und Tzadikim, sofort, was du willst. Im Gegenteil, die sind da am Sterben noch mehr wie am Leben. Weil am Leben hat ihre Körper gestört. Und am Sterben, die sind noch größer geworden durch ihre Seele. Okay, nach dieser langen Einführung heute beginnen wir ein paar Punkte von Torah erzählen und dann eine Spirale zu bauen über diese ganze Geschichten. Das erste Mal, wo jemand hat beerdigt, ein Mensch, damit soll Menschen beten auf sein Grab, war unser Vater Jakob. Jakob hat begraben seine liebe Frau Rachel mit 36 Jahren in Bethlehem. Und wieso hat er sie beerdigt in Bethlehem? Damit soll die jüdischen Volk, wenn Nebuchadnezzar, der König von Babel, nimmt die Jiden zum Exil unterwegs, sollen sie kommen am Grab und weinen bei Mama als Station in ihrem Grab. Und in dem Moment, wo sie werden weinen an ihrem Grab, Mama wird schenken Barmherzigkeit. Weil Barmherzigkeit ist Bauch und Grab ist auch ein Bauch. Grab ist der Bauch von der Erde. Von diesem Bauch, von der Mutter Barmherzigkeit, kommt der Mensch in diese Welt. Und von der Barmherzigkeit, von der Erde, kommt dem zweiten Barmherzigkeit. Ich glaube in Russisch, manchmal höre ich bei Trauerrede, dass die Leute sagen zum Schluss Puchem. Ah. Was heißt das? Zimla budit Puchem. Was heißt das? Soll die Erde dir weich nehmen. Also sie soll dir leicht aufnehmen zu sich. Einmal habe ich eine gefragt, wie Feder, habe ich einmal gefragt, wieso sagt man das? Er hat mir gesagt, weil die Erde ist wie ein Bauch, soll sein weich. Wenn jemand hat schon einen weichen Bauch gespürt, es ist eine weiche Sache. Genauso die Erde soll nicht sein hart, sie soll sein weich und sie soll dem Grab, der Mensch soll sie nehmen mit gut aufnehmen. Toda, soll er nicht fremd sein. Also, Jakob hat begraben Rachel, wo? In Bethlehem. Damit soll man an ihrem Grab beten. Das ist das erste Mal. Zweites Mal, und es ist unglaublich, Josef wurde in Ägypten begraben. Und in unserem Wochenabschnitt, das ganze Volk geht raus von Ägypten. Und was macht Moshe? Moshe kümmert sich auf seinen Sack von Josef. Und steht geschrieben, dass dem ganzen Volk kommt zum Meer. Und der Meer will sich nicht verteilen. Der Meer sagt, warum soll ich mich verteilen? Gott hat mir geschafft. Sagen, ja, aber der Volk will vorbei. Sagt, und? Was hat der Volk so gut gemacht? Sie haben Götze gedient, sie haben gesündigt, die sind genauso wie die Mitzrim. Warum soll ich mich öffnen? Und dann, der Meer hat gesehen, dem Sarg von Josef, Hayam Ra'a Vayanos, steht geschrieben, der Meer hat gesehen,
Als er hat gesehen in dem Grab von Josef, gleich hat er sich verteilt auf zwei und die Geburt hat begonnen. Und so hat man mit Josef gegangen, 40 Jahre in die Wüste, war die ganze Zeit ein Grab mit. Ein Grab, die fährt, wie ein Zelt. Der hat begleitet dem jüdischen Volk vom Anfang bis Ende. Das hat man ihm gebracht nach Israel, nach Schem, dort zu begraben. Ganze Zeit vom ersten Moment war ein Grab von einem Zadik dabei. Gut. Und dann, kurz vor dem Eintritt zum gelobten Land, schickt Moshe nach Eretz Israel 12 Kundschaften. 12. 10 davon sind nicht gut. 10 davon wollen nicht reingehen zum Land. Und wieso wollen sie nicht reingehen zum Land? Weil es ist gut in die Wüste. Wer braucht Arbeiten in die Erde? Säen, kneten, mahlen, dreschen, mit Ochsen. Wozu? In die Wüste. Manna vom Himmel, Wasser vom Brunnen, Säule von Feuer bei Nacht, Wolke am Tag. Amachai, Gan Eden, ohne Zeit. Wer braucht jetzt gehen nach Land mit so vielen Nachbarn? Sie wollten nicht reingehen. Aber Joshua und Kaleb hat man verstanden, dass wenn Gott wollte Menschen als Engel, er hat nur Engel geschafft und nicht Menschen. Aber Gott will heilige Menschen sollt ihr sein. Heilige, aber Menschen. Menschen. Anshei Kodesh, zuerst Menschen und dann heilig. Und wenn jemand ist heilig und kein Mensch, ist er nicht heilig. Zuerst Anshei, zuerst Mensch und später heilig. Also, Joshua und Kaleb kämpfen gegen die Strömung, kämpfen gegen die Gesellschaft. Joshua, um zu kämpfen gegen die Strömung, muss seinen Namen ändern. Mit so einem Namen Hoshea kann er nicht schaffen. Moshe hat geändert seinen Namen von Hoshea zu Jehoshua. Und von wo hat er genommen diese Jud? Von einer kämpferischen Frau, wo wurde auch ihr Namen geändert. Wer war eine kämpferische Frau, wo ihr Name geändert? Die Frau von Abraham? Sarai. Sie war Sarai, hat man sie gemacht Sarah. Und die Sarai, der Jud von Sarai, hat gesprungen zu Hoshea und er ist geworden Jehoshua. Und da ist er geworden ein Mutiger, ein Kämpfer mit Kühnheit, mit Mut, gegen die Gesellschaft zu kämpfen. Aber nicht jeder Mensch ist mutig, gegen alle zu gehen. Gibt es viele Menschen, die sind nicht bereit, jedem der Wahrheit im Gesicht zu machen. Was macht man, wenn ein Mensch hat eine eigene Wahrheit? Er hat einen eigenen Glaube, er hat einen eigenen Bedarf und er ist nicht mutig, das zu teilen. Von wo soll er schöpfen Kräfte? Die Tora erzählt uns, dass Vayalu Vayavo ad Hebron, die sind gestiegen und da steht geschrieben Singular. Und da kam er bis Hebron. Wer? Kalev. Kalev kommt zum Grab von Avraham, Yitzhak und Jakob, Sarah, Rivka, Rachel und Lea, Adam und Chava und er sagt, meine Väter, bitte, alleine bin ich niemand. Ich habe keine Kraft. Bitte hilf mir. Damit soll ich Kraft haben, gegen alle zu kämpfen. Und sie haben ihm gesagt, du hast dem Kraft. Seitdem wissen wir, dass wenn jemand hat wenig Kräfte, er ist ein Gefäß ohne Licht, er braucht niemand melden, er darf einfach gehen zu einem Grab von einem Zadik und in diesem Grab von dem Zadik wird er bekommen Licht oder von jemand von seinen Eltern, aber nach einem Jahr, und soll er sagen, ich brauche von euch Licht, um mein Gefäß weiter zu tanken. Und diesen Grab hat drei Bedeutungen zu tun. Zuerst, wenn der Mensch kommt zum Grab, sein Herz ist weich, von Harz, von Stein zum Fleisch. Und da beginnt er auch zu weinen. Und wenn er weint, er ist schon am Änderungsbedarf. Zweitens, der Ort an sich ist heilig. Drittens, die Dankbarkeit von den Verstorbenen, dass du bist gekommen, ist nicht zu schätzen. Die sind so glücklich, die sind so froh, dass Barzillai Giladi, der beste Freund von König David, hat gesagt, ich will sterben in meiner Stadt und dort begraben. Warum? Weil ich möchte, dass meine Freunde und meine Bekannte und meine Mitmenschen sollen mir besuchen. Ein Mensch soll lieber beerdigt sein, dort wo kommen Leute zu seinem Grab. Was hast du davon, wenn du bist irgendwo begraben
und niemand kommt dir nicht zu besuchen. Das Wichtigste ist, dort zu sein, wo man kommt, dir zu besuchen. Also, was sehen wir? Rachel, ein Grab. Josef, ein Grab. Kalev, Kräfte zu haben von wo? Ein Grab. Barzillai Giladi, ein Grab in sein Stadt. Okay. Nachdem haben wir das alles verstanden, beginnen wir die Sache zu erklären. Wir lesen eine Pasuk und dieser Pasuk wird uns geben die Idee. Lesen Sie bitte den ersten Pasuk, Zitat 1, laut und langsam. Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Sie wissen, es gibt so einen Baum, kleiner Baum, sehr empfindlich, der heißt Weinberg. Weinberg ist ein sehr empfindlicher Baum. Er kann nicht wachsen alleine. Was braucht er, der Weinberg, um zu wachsen? Darf ich bitte einen Bleistift? Einen Bleistift von Holz. Dankeschön. Nee, ich hab schon. Die sehr gut, das wie sie hat, die sehr gut, diese gelbe. Das ist auch gut, das schon gemacht, auch am Mitzvah. Aber ich brauche das. Danke. Genau. Das ist ein Holz. Ist dieses Holz am Leben oder ist schon tot? Schon tot. Und das ist jetzt der Weinberg, der will wachsen. Um zu wachsen, braucht er ein totes Stückchen Holz, um ihn zu stützen. Ohne diesen toten Holz, der hat keine Chancen zu wachsen. Die lebendigen Menschen haben keine Möglichkeit zu wachsen, ohne die Unterstützung von den Verstorbenen. Die Verstorbenen sind, die sind nicht mehr am Leben. Die sind eine tote Achse, die sind ein totes Stück Holz. Aber guck mal oben in Lorelei oder in Rüdesheim, wenn ihr spaziert in den Weinberg, werdet ihr sehen, an jedem Weinberg ist nebenan so ein kleines Stückchen Holz und es ist gebunden. Okay. Der Holz ist der Verstorbene. Der Weinberg, das wir sind, die Lebendigen. Wenn wir wollen wachsen, wir müssen uns einbinden zu den Verstorbenen. Sonst können wir wachsen auf dem Boden direkt. Wir haben keine Chance, nach oben zu steigen. Unmöglich. Ich gebe euch zwei Beweise. Der erste von Eliyahu Anavi. Eliyahu, der Prophet. Er ist oben auf dem Berg, auf dem Karmel. Er betet zu Hashem. Soll er mein Wunder machen und Feuer schicken auf dem Altar. Betet und betet und betet und hilft nicht. Und betet und hilft nicht. Und da sagt er, Gott von Abraham, Gott von Yitzhak, Gott von Jakob, nicht für mein Verdienst, sondern bitte stützen auf diesen Kraft. Tak, geholfen. Genauso auch Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu betet zu Gott, betet und betet und betet, hilft nicht. Bis er sagt, Zechor le Avraham, Yitzchak ve Yaakov. Und wie beten wir heute? Immer, immer in jedem Gebet erinnern wir die Tote, die Verstorbenen, die Gräber. Ohne dem haben wir keine Möglichkeit zu wachsen. Die sind unsere größten Kraft, um zu bauen. Warum? Ich erkläre das. Was? Sind die Stützen für das Leben. Ja, aber wie soll ich jetzt machen, um zu wachsen damit? Okay. Die Tora erzählt uns, dass die, die verstorben sind, die sind nicht gestorben, die sind gekündigt. Die arbeiten in einem anderen Platz. In die hebräische Sprache, wenn jemand ist gestorben, was sagt man? Niftar. Was heißt Niftar? Er ist Potter geworden von seinem Körper. Er ist entweicht. Und in dem Moment, wo er ist Niftar, in dem Moment, wo er ist gekündigt, er hat gearbeitet in dieser Stelle, jetzt ist er in dieser Stelle. Er war in dieser Schule, jetzt ist er in dieser Schule. Hat man ihn gekündigt von diesem Ort, ist er jetzt in einen anderen Ort. Die Frage ist, ob der Mensch hat etwas hinterlassen in dieser Welt, was war bei ihm mehr dominant? War bei einem mehr dominanten Körper, ist vorbei. Kann man mit ihm nichts mehr machen. Weil er war nur am Nehmen, nicht am Geben. War bei einem mehr dominant die Seele, oh, das ist ein guter Ort. Darum fremde Menschen, normalerweise hast du mit denen keinen Kontakt, weil sie haben dir nichts gegeben.
Wo beginnt irgendein Kontakt? Bei den Menschen, die haben dir etwas gegeben. Familie, Freunde, Bekannte. Wenn du dort an Grab gehst, zwei Sachen passieren bei dir. Eins, Sehnsucht. Sehnsucht ist diesen Beginn zum Schwangerschaft. Und durch dem Grab kannst du wieder schwanger werden. Du hast eine Möglichkeit, kommunizieren oder mit dem Toter selbst oder mit dem Gott und die Seele, wo der Toter momentan befindet. Wenn einer ist im Friedhof 3 Tage und er fastet und er isst nicht und er trinkt nicht und er betet nur 3 Tage, nach 3 Tagen kann er schon mit dem Toten reden und sprechen. So steht in Talmud. Gibt es noch ein paar, wie man sagt, Zutaten, was soll man machen? Aber die Tora sagt, das ist verboten. Mit den Toten zu reden, das ist verboten. Und interessant, alles, was sagt die Tora, das ist verboten, das ist ein Beweisautomat, dass diese Sache ist möglich zu machen. Die Tora, wenn die Tora sagt uns, du sollst nicht klauen, was lerne ich davon? Dass man kann. Geht, stell mal vor. Es geht, man kann klauen. Und ein Beweis, die Tora sagt, du sollst nicht klauen. Wenn die Tora sagt, die Ehre deiner Vater und Mutter, was kann sein, dass der Mensch nicht ehrt seine Vater und Mutter? Und genau so ist in diesem Verbot, du sollst nicht reden mit den Verstorbenen und mit denen kommunizieren. Und interessant, wenn ein Mensch ist gestorben in den ersten 7 Tagen, es ist verboten, zu Hause seine Bilder zu sehen oder offen lassen, die Bilder. Man muss die Bilder bedecken. Und später auch nach den jüdischen Traditionen nicht auf dem Grab den Bild von dem Mensch sehen. Warum? Wenn du siehst ein Bild von dem Mensch, kriegst du gleich Kontakt und Gefühle mit seinem Leben. Jeden Mensch, was du siehst, hast du sofort bei dir irgendeine Reaktion. Gute, schlechte, Sehnsucht. Also du guckst und der Bild spricht mit dir. Man sagt dir, dieses Bild ist vorbei, der Mensch ist nicht mehr da, was guckst du auf dem Bild? Jetzt ist ein neuer Kontakt. Wenn du lernst, jetzt zu kommunizieren mit dem neuen Kontakt, das wird dir gut gehen. Und wenn du willst weiter mit dem Bild bleiben, dieses Bild ist nicht gut. Dieses Bild ist eine Sünde. Es war, ich habe euch erzählt, dass es war ein Mann in Kiryat Sefer, der war eine Witwe und er hat wieder geheiratet. Und von Zeit zu Zeit, er war geschlossen in sein Zimmer und er hat was getan und seine Frau hat nicht gewusst, was er tut. Einmal hat sie gemacht Doppelschlüssel, die Frau will alles wissen. Und als er hat geweint im Zimmer, sie kommt rein, was sieht sie? Ihr Mann sitzt mit seiner ersten Frau Bilder und weint. Weint. Sie ist gegangen zum Rav und sie hat gesagt, dass sie will sich scheiden lassen. Sagt der Rabbiner, warum? Sagt sie, weil mein Mann geht fremd. Sagt er, wie geht er fremd? Sagt er, mit seiner verstorbenen Frau. Und er hat gedacht, das ist ein Witz. Und der Rabbiner hat ihm gegeben einen Beweis von Talmud, dass das ist noch schlimmer als körperlich. Warum? Weil in dem Moment, wo er sagt, die Frau, was will die Frau jetzt? Die Frau will die Liebe oder den Körper? Was will sie? Die Liebe. Die Liebe. In dem Moment, wo er hat eine Frau, mit ihr hat er das Irdische, und mit den anderen, mit Bildern, guckt er und er weint und er liebt sie noch in Bildern. Sagt der Rabbiner, hör mal zu. Willst du mit der Frau weiterleben? Nimm dem Album, verbrenn das und da kannst du mit deiner Frau glücklich sein. Lass dem Album weg, es geht nicht. Du kannst nicht bleiben mit dem irdischen Kontakt. Du musst bleiben mit dem geistigen Kontakt. Jetzt. Wenn es gibt einen Zadik, und einer kommt zu seinem Grab und er kommt alleine und er will beten. Was soll er beten? Zuerst soll er sich bedanken. Soll er bedanken, dass er hat die Möglichkeit überhaupt hierher zu kommen. Soll er bedanken dem Tzadik. Shalom Alecho Rabbi Umoiri. Shalom mein Rebbe, mein Lehrer. Und dann bieten ihm, soll er durch seine Verdienst Barmherzigkeit bitten beim lieben Gott über mich. Das heißt, er ist nur ein Dolmetscher, er ist nur ein Fürsprecher, er ist nur ein Transformator, er ist nur ein, wenn ein Mann macht seine Frau schwanger,
Wer macht sie schwanger, Gott oder der Mann? Nein, Gott. Original Gott. Warum Gott? Weil man sieht sehr oft, die Frau ist gesund, der Mann ist gesund, der hat seine Samen und sie hat ihre Samen. Und ohne diesen toten Stock passiert nichts. Keine Einpflanzen. Und alle Doktoren versuchen zu prüfen, er ist gesund, sie ist gesund, zusammen sind gesund. Aber fehlt noch eine Kontakt, die bindet die zweite. Und das ist der göttliche Teil. Dieser göttliche Teil ist das Wichtigste. Deshalb zuerst Shalom sagen, danach einfach bitten Barmherzigkeit von dem anderen und etwas für ihn zu tun. Was tut man für einen Tzadik? Drei Sachen. Kerze zünden, Spende geben und beten. Kerze zünden soll man mitbringen, eine Kerze und für ihn zünden. Gebete, was soll man machen? Am liebsten Psalmen 20, 33, 91 und 100. Diese Psalmen sind sehr wichtig zu sagen, auf ein Grab umzuwachsen. Jetzt. Es gibt ein Wort, dieses Wort heißt zu gesund Hana'a oder in Jiddisch Hanue. Sie wissen, was ist Hanue? Hanue bedeutet, nur dem Wort Hanue heißt Genuss, Vergnügen, Spaß, Freude, in ein Wort, Hanue, Hana'a, Hanue. Steht geschrieben, Hameisim Yeshloem Hanue, Sheboim Al-Kivron, die Verstorbene haben Hanue, sie haben Vergnügen, sie haben Spaß, Freude, Vergnügen, Naches. Die sind glücklich, dass man kommt, sie besuchen. Und in dem Moment, wo du machst jemanden glücklich, was will er machen? Dich auch glücklich machen. Das aber wird sich nicht beruhigen, bis er dir was Gutes tun. Und jetzt hör mal gut zu. Der Zohar verspricht uns, dass ein Gebet auf ein Grab kommt nicht zurück umsonst. Ein Mensch hat gebetet auf ein Grab, Garantie eine Antwort. Garantie eine Antwort oder am Ort. Und jetzt will ich euch was Professionelles sagen. Sehr viele Menschen müssen unter Schweigepflicht leben. Menschen erzählen sie verschiedene Sachen, egal in welchem Beruf, Familie, Freunde, Bekannte, und die können nicht alles bei sich halten. Man kann doch platzen. Und ein Mensch hat auch manchmal mit sich Sachen, wo er will, dass niemand erzählen, weil er ist so ein Verbrecher, so ein Sündiger, dass er von sich selbst schämt. Aber er ist verzweifelt. Oder die ganze Gemeinschaft ist gegen ihn, so wie Kalev. Von wo soll er nehmen Kräfte? Geh zu ein Grab und sprich dich aus. Glauben Sie mir, er wird nicht weiter erzählen. Es bleibt 100% dort. Kannst du verlassen, du brauchst nicht sogar sagen, erzähl nicht weiter. Also du bist so sicher, dass das, was du sagst, ist angekommen, dass in dem Umgangssprache, wenn jemand sagt, der andere, aber es bleibt nur zwischen uns, sagt der andere, ich schweige wie ein Grab. Kein Thema. Schweige wie ein Grab bedeutet, es bleibt in Embryo. Jetzt kommen wir auf dem zweiten Zitat. Bitte schön. Sie gingen in den Rauch in Südland und kamen bis nach Hebron. Da lebten Achiman, Sechai und Talmai, die Söhne Akkas. Hebron aber war erbaut worden 7 Jahre vor Zoan in Ägypten. Es ist unglaublich, Hebron, der Stadt, Kaleb ist gegangen und dort hat er gebetet. Und das hat ihm gegeben Kraft. Gut, jetzt beginnen wir die Fragen. Bitte schön, beginn. Warum hat Jakob Rachel unterwegs begraben? Ja, warum? Ja, und dann die Möglichkeit haben, da zu beten. Die Möglichkeit für ihre Nachkommen, mehr als 1000 Jahre später oder mehr, sollen sie dort beten. In die Prophezeiung hat er schon gesehen, dass sie brauchen einen heiligen Ort zu beten. Und sie wissen, eine von den Erklärungen, warum unsere Moses, Moshe Rabbeinu, hat kein Grab,
seine ungewöhnliche Erklärung. Hätte Moshe Rabbeinu ein Grab, waren alle Gebete erfüllt. Weil Moshe Rabbeinu war eben Bild Gottes. Er hat gesehen Gott Gesicht in Gesicht. Und Gott wollte nicht, dass alle Gebete sind erhört. Sonst die Menschen werden nicht beten. Wann betet ein Mensch? Wenn fehlt ihm etwas. Wenn es alles ist gut, ich bin schuldig. Wenn alles ist schlecht, er ist schuldig. Also, es geht umgekehrt. Wenn alles ist gut, er ist schuldig. Wenn alles ist schlecht, ich bin schuldig. Aber so zu denken, schwer zu denken. Normaler Mensch denkt umgekehrt. Geht's gut? Wegen mir. Geht's schlecht? Wegen ihm. Sagt die Tora, nein, es geht umgekehrt. Geht's gut? Nur wegen ihm. Es geht schlecht? Nur wegen dir. Es geht genau umgekehrt. Und deshalb Jakob wollte Rachel begraben, baderech. Baderech bedeutet unterwegs. Wir sind die ganze Zeit unterwegs. Und unterwegs, du sollst machen, immer Gräber zu besuchen. Ich gebe euch auch einen Tipp. Falls ihr macht irgendeine Reise zu einer Stadt, wo es gibt dort heilige Gräber, geh immer zu besuchen. Geh immer zu besuchen. Der Grund ist nicht der Besuch der Stadt, der Grund ist der Besuch im Friedhof. Glauben Sie mir. Ihr glaubt, ihr kommt zum Staat, um zu suchen jetzt Eiffelturm. Irgendeine schöne Sache. Aber ein Land ohne heilige Gräber hat wenig Hoffnung. Ich werde nicht vergessen, als ich war in Sydney, in die Anfang 90er, und der Rebbe hat gesagt, soll man gehen zum heiligen Gräber zu beten. Wir sind gekommen zu unserer Lehrerin, die Yeshiva, wir haben gesagt, Herr Rabbiner, wir müssen sie töten. Sagt er, wieso? Wir haben gesagt, wir brauchen einen Grab von einem Zadik. Sagt er, ich bin kein Zadik, kein Zadik. Also ich will leben. In Australien gibt es noch keine Zadikim. Aber hier, in dieser Gegend, wo wir wohnen jetzt, ist in jeder Ecke. In die Batonstraße voll Zadikim, in die Reitbeilstraße voll Zadikim, Mainz, Worms, Michelstadt, Karlsruhe, Hamburg. Wo du fährst, du hast Gräber von Zadikim. Hast du eine Reise nach Hamburg? Gibt's schöne Sachen in Hamburg, wirklich. Und auch gute, frische Fisch. Gute Sachen. Apropos sagt man, dass in Fisch ist ein Wiedergeburt von einem Zadik. Also die Zadikim kommen in Wiedergeburt als Fisch. Also wenn einer isst Fisch, er nimmt den Zadik raus von seinen Gefangenen. Bist du in Hamburg? Geh zum alten Friedhof. Bete, zünd deine Kerze. Das ist dein Sinn von deiner Reise. Weiter, zwei, bitteschön. Welche zwei Methoden gibt es gegen die Gesellschaft zu kämpfen? Bitteschön, sag. Wenn ich das richtig verstanden habe, auch zum Beispiel den Namen zu ändern von Sarai auf Sarah und... Eine Möglichkeit zu kämpfen ist, sich bereit, den Namen zu ändern. Dass alle sagen, der ist ein Kämpfer, der geht seinen Weg, er ist bereit, sein Gesicht gegen alle zu zeigen und sagen, das ist meine Melodie. Das bin ich, das ist Joshua. Es gibt Leute, die sich nicht mutig darzustellen und rausgehen von ihren Gefangenen. Sie wollen bleiben, so wie sie sind, aber trotzdem haben sie was zu sagen. Das nennt man Kalev-Leute. Nonkonformist, wie heißt das? Ja. Was ist Nonkonformist? Nicht angepasst. Ja, genau. Ja, aber was macht er? Er versucht in die Rahmen zu bleiben und nicht die Rahmen kaputt zu machen. Aber drinnen hat er ein Gefühl, ich bin anders, ich ticke anders, ich denke anders, ich bin nicht so wie alle. So ein Mensch soll gehen oft zum Gräber, um zu überleben, sonst wird er fallen. Entweder stellst du und du kämpfst du, oder du gehst zum Gräber und dann hast du Kraft, gegen alle zu kämpfen. Sonst schaffst du es nicht. Die Menschen sind viel stärker als du, sie werden dir kaputt machen. Weil die Gesellschaft neigt nach Harmonie. Die Menschen wollen Menschen sehen, die singen dieselbe Lied. Sie wollen nicht, dass einer singt plötzlich ein neues Lied. Du willst singen ein neues Lied im Grab? Dort kannst du singen ein neues Lied. Oder Solist zu sein. Solist zu sein bedeutet, das ist meine Töne. Ihr könnt das hören und nehmen. Die, die das nicht gefällt, suchen andere Töne. Das ist Joshua. Joshua ist ein Kämpfer. Aber gibt es Leute, die neigen nach Kalev? Es gibt Menschen, die wollen nicht jetzt Trotzigers werden.
Sie wollen die Sachen, das nennt man heute Diplomatie. Diplomatie. Der Baal Shem Tov hat gesagt, wenn jemand will, nicht mehr in seiner Stadt wohnen, soll er jedem sagen im Gesicht, was er über ihn denkt. Denn in ein paar Tagen verlässt er seine Stadt. Hast du eine einfache Methode, den Stadt zu verlassen? Sag einfach jedem im Gesicht, was du über ihn denkst. Dein Chef, dein Nachbar, jeder. Geht nicht. Was siehst du? Nicht jeder ist Joshua. Nicht jeder ist bereit, gleich dem MS im Puning zu sorgen. Aber Diplomatie ist keine weiter. Drei. Was haben? Halt, stopp. Welche zwei Methoden gibt es? Erstens war der Namenende. Kalev, und die zweite ist zu gehen auf den Grab. Der erste heißt Joshua, gegen alle zu kämpfen. Die zweite heißt nicht zu kämpfen, diplomatisch zu sein und trotzdem die Meinung zu äußern in bestimmten Momenten. Das heißt, gibt es Menschen, die sagen, sie äußern immer ihre Meinung, auch wenn sie nicht ihr Recht bekommen. Aber es ist denen wichtig, ihre Meinung zu sagen. Es gibt Menschen, die sind bereit, ihre Meinung zu sagen, nur wenn sie Recht bekommen für ihre Meinung. Und sie kämpfen für ihr Recht. Die ersten Leute heißen Joshua. Sie wollen Einführer sein. Meine Meinung zählt. Eure momentan zählt nicht. Kalev bedeutet, eure Meinung zählt. Aber ich habe auch eine Meinung dazu. Auch wenn ich eure Meinung akzeptiere und verstehe und lebe damit. Aber das ist die Gesellschaft. Das ist mein Leben. Und ich will nicht verlieren meine Freunde, meine Mitmenschen, meine Gesellschaft, mein Staat, mein Volk, meine Ideen. Er will bleiben, aber von wo hat man Kräfte? Von Zeit zu Zeit muss ein Mensch ein bisschen atmen. Wo soll er gehen? Soll er gehen zum Gräber? Gräber werden geben ein Mensch Halt, Start, Kraft und seine Weinberg. Ein Mensch will doch wachsen. Wachsen bedeutet Erfolg. Erfolg bedeutet nicht zu sterben. Um zu wachsen, nicht zu sterben, erfolgreich zu sein, braucht man Stütze. Stütze kommt oder von anderen Bäumen oder von einem Totterbaum. Von einem Totterbaum bedeutet, Gräber zu beten. Ja, Entschuldigung, ihr macht. Ja. Was haben Moshe Rabbeinu und Eliyahu gemacht, damit ihre Gebete angehört werden? Was haben sie gemacht? Wem haben sie erwähnt? Den Sarg. Die Väter. Die Väter. Sie haben erwähnt die Väter. Abraham, Yitzhak und Jakob. In dem Moment, wo man erwähnt die Väter, es ist gut. Du kannst erwähnen die Väter vom Volk und du kannst sogar erwähnen deine Väter. Und die sind im Himmel oder in Gan Eden. Ruf sie an, melde dich. Sie werden sich freuen. Die freuen sich, wenn man sich meldet. Weil sonst sie sind. Und manchmal besorgen sie einen Grund im Himmel für dich nicht Gutes, sollst du dich melden. So wie sagt Rabbi Shimon bar Yochai, wenn ein Vater gibt seinem Kind einmal im Jahr ein Geld. Wie oft besucht dein Kind dein Papa? Einmal. Einmal im Jahr. Aber wenn der Papa sagt, ich gebe dir einmal die Woche. Oder jeden Tag. Wie oft kommt er? Jeden Tag. Also Hashem ist auch unser Vater. Er will auch und unsere Väter wollen auch, dass wir manchmal fliegen irgendwo zu den Gräbern von den Vorfahren, weil das ist der Grund, warum es ein bisschen schwierig ist. Weil sie rufen uns, dass wir denen erwähnen. Die sind einsam, die sind allein und sagen, hallo, du bist da, ich bin da, du kannst wachsen wegen mir. Komm, zeig dein Gesicht, zieh deine Kerze, gib Zdaka, komm zu mir, besuche mir. Weiter. Wann ist es gut, zu den Gräbern zu gehen und wann nicht? Okay. Also zu Tzadikim kann man immer gehen. Sehr gut. Also zu fremden Menschen nach einem Jahr, oder? Zu fremden Menschen auch nach 7 Tagen. Nach 7 Tagen. Ja, die sind so wie Tzadikim, aber helfen nicht. Und für Verwandte nach 7 Tagen, aber nicht für sich beten. Also ab wann kann man für sich beten? Ab einem Jahr. Ab einem Jahr. Und warum ab einem Jahr? Weil nach einem Jahr wird entschieden im Himmel, wo sind die Verwandten? In Gan Eden oder woanders? Und in Gan Eden gibt es keine Zeit mehr. Solange die Menschen sind in dieser Welt, die haben mit der Zeit zu tun. Und in dem Moment, wo ein Jahr ist vorbei, ist die Neshama weg. Es bleibt nur die Kiste der Chayuta, nur die Kiste auf dem Leben, auf dem Grab. Aber jetzt gehe ich noch auf Einzelheiten. Es gibt noch 3 Gelegenheiten, wo ich sehr gut zu gehen. Beim vollen Mond ist sehr gut zu gehen, Mitte des Monats.
15. Sehr gut. Also in meinem Kalender steht schon geschrieben, nächsten Dienstag zu gehen. Weil nächster Dienstag wird sein, voller Mond, lohnt sich zu gehen. Gehen vor deine große Anlass, Hochzeit, Bar Mitzwa, Reise, du hast was, große Sachen, geh zum Grab von Vorfahren, von einem Zadik, sogar eine Einladung legen. Das heißt, wenn einer geht heiraten oder hat Bar Mitzwa, soll er gehen zu einem Grab von Zadik und soll er ihm einladen. Was glaubst du, einen Zadik zu haben bei der Hochzeit, einen Zadik zu haben in deinem guten Anlass, ist eine gute Sache. Und vor neues Jahr. Vor neues Jahr, vor Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, ist sehr gut zu gehen zum Grab. Und natürlich in seine Jahreszeit, in dem Todestag. Wenn du gehst an dem Todestag von den Verwandten, super, sehr gut. Die sind sehr glücklich, sie warten drauf. Sie warten, dass man sie besucht an ihrem Todestag. Weiter. Bitte schön, ja? Wieso helfen die Gräber den Menschen beim Beten? Wieso helfen sie? Aus zwei Gründen. Eins, weil der Mensch vom Herzen betet. Er sieht den Tod, er sieht die Wahrheit vom Leben, er weint, er ist offen, er ist in Demut, die Gebet ist richtig und er kann sich eröffnen. Und wenn er sich eröffnet, die Kanal ist offen. Zweitens, weil der Platz ist ein heiliger Platz. Und wenn der Platz ist ein heiliger Platz, soll er dort beten und vorsichtig sein. Warst du schon am einen Tag am Grab, komm nicht mehr zu besuchen. Am dem Tag. Ist vorbei. Er ist runter vom Himmel. Er hat mit dir gesprochen. Lass ihn jetzt in Ruhe. Willst kommen? Komm morgen. Soll man nicht belasten, den Verstorbenen mit zweimal am Tag zu kommen. Auch wenn du hast was vergessen. Ah, das habe ich vergessen zu sagen, dass in zwei Wochen habe ich eine Prüfung. Okay, kein Problem. Nächstes Mal. Bist du schon weg vom Grab? Lass ihn in Ruhe. Und deshalb steht geschrieben, wenn einer geht raus vom Friedhof, soll er gehen in einen anderen Weg, wie er ist gekommen. Und warum soll er gehen in einen anderen Weg, als er ist gekommen? Um zu zeigen, ich gehe raus anders, als ich bin gekommen. Ich habe mich geändert. Das heißt, es gibt zwei Gründe, warum hilft das. Eins, weil ich bin anders. Zweitens, weil er ist bereit, mir zu helfen, weil ich mache ihm so einen guten Tat, dass ich ihn besuche und ich mache ihm Hanue. Ich mache ihm Genuss und Vergnügen, ihn zu besuchen. Weiter. Welche drei Sachen muss man machen, wenn man zum Friedhof geht? Eins, nicht gehen auf einen leeren Bauch. Es ist verboten, im Judentum zu gehen am Friedhof, wenn man fastet. Und wir haben gesagt, früher eine von den Methoden, mit den Toten zu sprechen, ist durch Fasten. Deshalb, wenn ein Mensch fastet, soll er nicht gehen im Friedhof. Nur im Publikum. Wenn das ist die Schabbat oder Fasten, wo die ganze Gemeinde fastet, dann darfst du auch mitgehen zum Gedalia, wo alle gehen. Alleine musst du immer was trinken oder essen. Tasse Kaffee, ein bisschen Biskuiten, nicht jetzt ganz Frühstück, aber nicht auf einen leeren Bauch. Irgendeine Kleinigkeit muss man essen, vor dem, dass man geht in den Friedhof. Zweitens, es ist gut zu waschen und rein sein, vor dem, dass man kommt in den Friedhof. Ein Mensch soll nicht den ganzen Tag arbeiten und abends sagen, ich renne jetzt zum Friedhof, als ob er holt jetzt etwas von Tankstelle. Also Friedhof ist ein Besuch mit Andacht, mit Kavana. Soll er sich reinigen machen, manche gehen sogar in Mikwe. Und ohne dem zum Beispiel, wenn jemand geht zum Grab von Lubavitcher Rebbe, nebenan gibt es drei Mikwes. Drei Mikwes, das ist drei Ritualbad. Du gehst nicht im Grab von Rebbe ohne Mikwe. Also du musst dich rein sein, duschen, waschen, dann kannst du kommen. Das ist die zweite Sache. Die dritte Sache, was ist wichtig beim Grab, und da sage ich euch ganz offen, volle Konzentration beim Beten. Es ist besser wenig mit Kavana als viel ohne Kavana. Manche sagen, ja, ich war am Grab 2 Stunden, ich habe die ganze Tehillim gesagt. Ja, wo war dein Kopf bei dieser Tehillim? In alle deine Probleme. Mach 10 Minuten, Viertelstunde, geh weg. Besser, dass deine Gedanken sind voll, wenn du kannst lange Kavana haben, Respekt. Normale Menschen haben 7 Minuten guten Andacht. Kannst du machen doppelt, macht 15. Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen Beten und Sprechen. Beten
soll sein, kurz mit Andacht. Nach dem Beten, da kommt das eigene Gespräch. Und da soll man dort einfach sprechen und reden, wie zwei Freunde reden. Der Mensch soll so schön reden, bis seine eigenen Wörter bringen ihn zu weinen. Er muss so offen reden und sagen dem Tzadik, hör mal zu, so ein Heiliger bin ich auch nicht. Aber hilf mir, bitte, du warst so ein Tzadik. Bete beim lieben Gott für mich, für meine Familie, für meine Gemeinde, für meinen Staat, soll alle gut sein. Dass die nicht gesunder sollen gesund sein, sollen sie nicht leiden. Und Menschen sollen wenig Probleme haben. Und da, wenn ein Mensch redet und redet, soll er auch der andere erwähnen. Wenn ein Mensch erwähnt auch dem anderen, hilft das an die erste Stelle für ihn. Weil wenn ein Mensch betet nur für ihn, warum soll er bevorzugt sein? Aber in dem Moment, wo du bist so mutig zu sprechen, auch über den anderen und beten für den anderen, du bist der Erste, der wird davon gebaut. Also welche drei Sachen? Zuerst für den Körper essen und sich reinig machen. Und wenn man kommt, soll man einfach mit Kavana beten. Und wir haben gesagt, zwei Handlungen auch machen. Kerze zünden und Zdaka geben. Warum? Weil es ist wichtig, auch Wohltätigkeit, Gebet und Torah. Torah haben wir gesagt, Tehillim. Beten haben wir gesprochen. Und Wohltätigkeit, irgendeine Sache zu machen. Weiter, 7. Wieso darf man nicht an den gleichen Ort wiederkommen, am gleichen Tag? Und wieso verlässt man den Friedhof auf einen anderen Weg, als man gekommen ist? Ja, sag bitte, erklär. Du hast gerade gesagt, dass man sich ändert. Oh, die erste Sache, dass der Mensch sich ändert, soll er rausgehen, nicht so, wie er ist gekommen. Zweitens soll man nicht belästigen, den Verstorbenen noch einmal zu kommen, hat man ihm schon Ruhe gegeben. Und hier sehen wir, dass ohne diese Stütze auf die Verstorbenen kann man sich nicht wachsen. Letzter Punkt. Wenn einer hat ein, das nennt man die Bitterkeit durch Bitterkeit zu reparieren. Habt ihr schon gehört diesen Begriff? Nein. Gehört? Ja. Nein, dann erzähle ich. Steht geschrieben, dass die Juden sind gekommen nach Mara. Mara ist bitter. Und es war, die Wasser waren bitter. Und Moshe hat genommen ein Stück Holz und geworfen ins Wasser. Und was ist passiert mit dem Wasser? Diese wurden süß. Jetzt, welche Holz hat er geworfen ins Wasser? Ein süßes Stück oder ein bitteres Stück? Bitter. Es gibt nicht in der Wüste Zucker, das gibt es nur in... Wo gibt es Zuckerrohre? Gute. In Brasilien. In Brasilien. Also Moshe war nicht in Brasilien damals. Also er hat nicht gelegt Zuckerrohr in den Brunnen. Er hat gelegt eine bittere Holz. Und stellt sich die Frage, wieso bitter kann bitter reparieren? Das ist der Unterschied zwischen Menschen und Gott. Ein Mensch kann sich das Leben... Menschen sind manchmal am Leben bitter. Bitter. Aus verschiedenen Gründen. Die Wasser sind bitter. Wie bringt man ein bisschen Freude, Glück, Süßigkeit, ein bisschen Perlinen in unser Leben? Durch Bitterkeit. Was heißt das? Ich erzähle euch eine kurze Geschichte. Als Rabbi Akiva hat geheiratet mit seiner Frau Rachel, die beide waren arm ohne Ende. Obwohl Rachel war eine reiche Frau von Kalba Savur. Und die beiden waren in Tenne. Und da kam der Eliyahu, der Prophet, und er hat gesagt, meine Frau hat jetzt gerade ein Baby bekommen, wir brauchen ein bisschen Stroh. Kannst du mir ein bisschen Stroh geben? Sagt Rabbi Akiva seine Frau, siehst du, gibt es noch schlimmer als uns. Es gibt Leute, die mal nicht Stroh haben. Der Samsofer hat gesagt, manchmal, wenn ein Mensch geht es ihm schlecht, er weiß nicht, wie der andere geht es noch schlechter. Das nennt man Bitterkeit, durch Bitterkeit zu reparieren. Warum ein Mensch ist er manchmal bitter? Weil er sieht, wie es beim anderen ist, noch süßer als bei ihm. Aber in dem Moment, der Samsofer, der Rebbe von Pressburg, immer wo seine Glaube an Gott war, so ein bisschen Verstärkungsbedarf, ist er gegangen in Krankenhaus.
Was hat er gesehen im Krankenhaus? Eine hat Probleme mit dem Leber, kaputt. Eine hat mit den Lungen, kaputt. Eine hat keine Beine, kein Fuß. Sagt er, mein Leber, meine Lungen, alles funktioniert, Füße, Hände, bin ich reich. Das nennt man Bitterkeit durch Bitterkeit vom anderen zu reparieren. In dem Moment, wo ein Mensch ist auch bereit zu beten für den anderen, dass sie haben auch ihre Schwierigkeiten am Leben, automatisch erhebt er sich zu einer Stufe, wo er sich schon von vornherein glücklich ist. Und das ist die Idee. Du gehst zum Friedhof. Was siehst du im Friedhof? Die Friedhof lernst du zwei Sachen. Eins, dass das Leben ist zu Ende. Du brauchst nicht hochmutig zu sein. Und die Friedhof ist voll mit Menschen, die glauben, für denen gibt es keine Vertretung. Für jeden Mensch. Manchmal Leute sagen mir, ich kann nicht zum Urlaub gehen, gibt es keine Vertretung. Ich sage, geh in den Friedhof, siehst du, das haben alle gedacht. Alle haben gedacht, für mich gibt es keine Vertretung. Gibt es Vertretung für jeden. Und die Welt geht weiter mit dir, ohne dir, niemand zählt dir. Und denk dran, das nennt man Meditation von Bitterkeit über die Zukunft. Man erzählt auf dem ersten Meir Angel Rothschild, wieso ist er geworden sehr reich? Er hat bei sich zu Hause im Keller gehabt einen Totensarg. Und immer wenn er hat gemacht Geschäften, wo hat er kalte Füße bekommen, er ist gegangen in diesen Sarg, er hat sich geschlossen und er hat sich meditiert, wie sieht das Leben nach dem Tod. Er hat gesagt, wozu brauche ich Angst zu haben, sowieso, was kann sein, verlieren, ich bin sowieso einen Tag tot. Er hat immer meditiert, was passiert nach seinem Tod. Und das hat ihm gebracht gleich, ich bin mutig, ich bin am Leben, was kann ich noch schaffen? Und Menschen haben furchtbar Angst zu sterben, aber sie haben wenig Angst, nicht zu leben. Und das Einzige, was liegt an dir, ist die Angst, warum lebe ich nicht? Angst, nicht zu sterben, liegt nicht an dir. In dem Moment, wo du bist gekündigt, bist du gekündigt. Er entscheidet und du gehst. Da brauchst du nicht Angst zu haben, da gehst du, glaub mir. Angst brauchst du haben, wieso nutze ich nicht mein Leben mehr? Und das kann man bekommen durch Besuch im Friedhof. Wenn ein Mensch geht in den Friedhof, er ist in Frieden. Das ist Beis Haim. Das ist aus das Leben. Und er lernt für das Leben, was kann man noch in dieser Erde freuen. Aber eins muss man sicher sein. Und damit will ich schließen. In Friedhof, du sollst nicht zum Hochmut kommen über die Tote. Ich lebe und ihr seid tot. Deshalb muss man den Zizit reinlegen. Darf man nicht reinlegen, kommen mit Filin. Und man macht sogar eine Solidarität mit dem Teuten. Man legt einen Stein auf den Graben. Man sagt, keine Sorgen, one day I'm coming to visit you. Ich bin einen Tag auch bei dir, so auch mutig bin ich nicht. Also soll man nicht zum Grab sagen, ich bin Moshe Groß, ich lebe und du bist schon tot. Deshalb alle Sachen von Hochmut gehören nicht in den Friedhof. Soll man das alles reduzieren und so kann man erreichen durch die Gebete, viele Sachen. Und man sieht Wunder. Ich danke euch für das Zuhören.